herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute zeige ich wieder von Galimim seinen Volvo FM in der Version 1.6. Da ist wieder einiges mit hinzugekommen und das wollen wir uns heute mal anschauen. Also fangen wir an. Ihr habt einmal die Daycap-Variante. Ja, sieht dann so aus. Auch hier mal im Interieur mal anzugucken. Ja, ohne Schlafkabine logischerweise. Und dann die Sleeper-Cap mit Schlafen, die Klobetrotter. Mit hier den Lampen, ne? Und natürlich dann die X oder die LXL Cap Variante. Ne? Da gibt es auch eine Low-Deck Version dazu, hatte ich schon mal vorgestellt. Sieht man auch die Tanks, wie die sich die hier verkleinern. Sieht ganz cool aus. Dann haben wir hier andere Fahrwerke mit Liftachse und hast du gesehen. Da gibt es auch ein Tandem-Add-on dazu. Ist auch noch mit dabei. Einmal 4x2, dann 6x2. Da gibt es verschiedene. Und die Aufbauten basieren auf Fleming V. Sein PDF gibt es auch im STS Forum. Da könnt ihr hier diverse Aufbauten draufsetzen. Ne? Da gibt es auch ein Trailerpaket dazu und. Wir bleiben heute beim 4x2. Gibt es von 330 bis 500 Pferde. Ne? Guck mal, Getriebe. Haben auch ein bisschen was mit dabei, da könnt ihr euch hier alles raussuchen, was ihr so braucht oder euch vorstellt. So, das Interieur erstmal so, ne? Dann haben wir hier eine Exklusivvariante, das heißt hier ein Mobiltelefon noch mit dabei und hier das Bett ist halt ein bisschen anders, ne? Und. Ansonsten habt ihr hier, warum auch immer, dieses Volvo, das ist, findet ihr die Textur nicht, keine Ahnung. Ansonsten, habt ihr hier die Standard-Lackierung Metallic und sonst per Farben noch mit dabei. So, da kommen wir zu unserem Anbaupunkt, was wir hier mit dabei haben. Ihr habt natürlich hier, wer es gerne möchte, Science on Your Truck von Trubaco aus dem SS Forum ist hier kompatibel. Das heißt, ihr könnt hier noch ein paar Sachen dran kleben. Ich mache das immer recht gerne, weil es recht hübsch aussieht. Aber müsst ihr nicht, ne? Aber ich kann es nur empfehlen. Kommt halt einfach gut rüber. So, da kann man hier noch die Pfeile machen, so, und dann auf der anderen Seite dann, so, und dann gibt es hier noch die ganzen Länderflaggen und, hast nicht gesehen? Also hier zum Beispiel, oder wo auch immer, whatever, da gibt es ja nicht, ja genau, sieht auch auf alle Fälle ganz cool aus hier, ne? Dann habt ihr hier noch Feuerlöscher zur Verfügung, genau, sieht auf alle Fälle ganz gut aus, dann Spoiler, das ist jetzt für die Low-Deck-Variante, ne? Normale und die Low-Deck, könnt ihr euch halt dann raussuchen. Ich mache die jetzt mal weg, denn wir schauen mal, was wir hier sonst noch mit dabei haben. Rundum leuchten, klar. Ihr habt Slots, wenn ihr die Slots nutzt, könnt ihr natürlich dann hier oben den Spoiler nicht so ganz nutzen wie gewollt. Ansonsten gibt es noch dieses Roof Age und dann noch hier die Standard-Dinger. Ich werde jetzt hier einfach mal den, die normalen Slots. Nee, stopp, da sind wir. Die normalen Slots nutzen. So, hier. Und da kann man hier dementsprechend, der passt nicht, der ist zu groß. Könnte man hier hin machen oder da oben. Ich liebe halt einfach meine Hörnchen. Es gibt nichts Besseres als diese Hörnchen hier. Die sehen einfach gut aus. Die verschwinden hier ein bisschen, ne? Egal. Ich sage nur rein zum Testen hier. Ansonsten ganz normal Lampen anbauen hier. Wie auch immer. Könnt ihr euch dann aussuchen, wie ihr euch das gerne vorstellt. So, dann haben wir hier einen Aufkleber, die X, die L, ich mal XL, die LXL Variante und die Lampen bleiben aber noch halten, die sieht man hier ganz gut eigentlich noch, ne? Das war der Spoiler, dann hier noch gibt's Plaste oder lackiert. Spiegel bleibt, Flak-TLC, Außenspiegel. Hier gibt's noch die Sticker, die sind übrigens dabei nur bei diesem Signs on your truck. Ganz wichtig, ne? Nicht, dass er hier ewig lang sucht und sagt, oh, finde ich nicht oder was auch immer, dann müsst ihr halt das nehmen hier. Ne? Und da gibt es ja auch schon mehrere Aufkleber diesmal mit dabei, wenn ich mich nicht täusche. Da könnte ich hier ein bisschen was dran kleben hier noch, ne? Habt ihr die Möglichkeit zumindest. So, dann gucken wir weiter. Auch hier wieder Sides on your truck. Lackiert, Plaste. Dann gibt es hier nochmal ein paar Zeichen, die lasse ich jetzt mal weg. Der Blue Tank ist hier hinten versteckt. Da ist er. Ja, sieht auf alle Fälle ganz gut aus. Dann
haben wir noch hier Deflektors. Auch nochmal lackiert. Dann haben wir hier noch Verkleidung hier für die Reifen. Das ist alles SCS Standardbügel, die lassen wir jetzt mal weg. Die interessieren uns nicht. Dieses Frontzeichen gibt es ja auch nochmal. Auch von Signs on Your Truck. Auch nochmal lackiert. Geht hier ganz genauso. Kunststoff, Plaste. Wie gehabt, gesehen. Oh, ein Spoiler. Was haben wir hier noch? Gibt es auch noch diese Frontzeichen? Ja, könnte auch noch Sinn machen. So, keine Ahnung. Dann die ganzen Standardbügel gehen hier natürlich auch, wenn gewollt. Dann haben wir hier noch, die haben wir schon. Das ist dann für hier unten nochmal separat. Euro 6 Zeichen. Blutank haben wir schon. Original mit Slots oder ihr nehmt den Vollschutz hier. Ne? Ich nehme jetzt hier mal nur die Slots. Abdeckungen. Lackiert, Plaste, hast du nicht gesehen. Originallampen oder LED. Kurze Schmutzfänger, das ist natürlich für die Lotec-Version gedacht, ne? Klar. Und hier gibt es dann nochmal Science on the Truck. Also wie schon gesagt, liebe Leute, wenn ihr das nutzt, oder beziehungsweise andersrum, ich kann es euch nur empfehlen, dass ihr das nutzt, was echt cool ist. Also mir gefällt es. Auf alle Fälle alle Länderflaggen mit dabei. Boah, sieht dann auf alle Fälle schon mal nicht schlecht aus. So, im Interieur seht ihr hier nochmal die Sticker. Da habe ich eh schon den hier, den Euro 6 hingeklatscht. Flak-Dingsbums hier. Hier noch was. Hier gibt es noch einen Slot. Oh. Wurscht. So. Na. Und dann sieht das doch schon mal ganz cool aus hier, oder? So. Genau. Schauen wir noch kurz bei den anderen Varianten drüber. Das heißt, die Daycap. Natürlich die ganz normalen Slots, die ihr vorher schon gesehen habt, oder diese ja, Roof Arch. Hinten natürlich hinten auch mit Aufkleber, wenn gewollt, gewünscht. Aber einen Spoiler haben wir hier nicht. Ne? Den gibt es hier nicht. Dann bei der Sleeper Cap. Habt ihr dann auch wieder hier Slots. Spoiler haben wir keinen. Ne, gibt es nicht. Sieht aber auch ganz cool aus, der FM. Und dann gibt es die normale Cap-Version. Ne? Da haben wir auch die Slots mit dabei. Jetzt muss ich mal gucken, was hier noch alles so mit dabei ist. Aufkleber, klar. Diesmal auch der Spoiler. Auch hier für die Low-Deck-Version wieder. Und ansonsten bleibt hier natürlich dann auch alles gleich hier. Ne? Mit die, zack. Mit die Aufkleber und so. Bei der kleineren Führerhaus-Variante hier. Sieht doch schon mal gut aus hier. Test. Sieht cool aus, oder? Auch die Lichtbox jetzt leuchtet sehr schön.
So, dann kommen wir zum Fazit zum Volvo Seinen FM in der Version 1.6. Was haben wir alles mit dabei? Fangen wir an von den vier verschiedenen Fahrerhäusern jetzt hier. Verschiedene, dann auch hier vorne die neuen Lampen mit drin. Ne? Wo sind sie denn? Da. Die finde ich nämlich sehr hübsch. Auch die Lichtbox leuchtet sehr gut oben. Ihr habt eine Low-Deck-Version, hatte ich hier schon mal ein Video gemacht mit diesem FM als Low-Deck. Der kommt echt gut rüber mit dem Trailer dazu. Sieht schick aus. Und jetzt hier natürlich auch die Tandem-Variante in Kombination mit Fleming V seinen BDF-Paketen. Ne? Könnt ihr dann hier zu auch nutzen. Müsst ihr euch halt das Paket noch runterladen. Dann könnt ihr hier noch diverse Aufbauten draufsetzen und dann BDF damit fahren. Wenn gewünscht. Ansonsten Anbauteile mäßig, habt ihr ein bisschen was mit dabei, habt ihr gesehen, verschiedene Slots, genauso wie Kompatibilität mit Tobacco's Sides on Your Truck, kann ich nur empfehlen, bitte nutzen, das habt ihr den Feuerlöscher dabei und die ganzen Aufkleber überall, vorne, die in der Scheibe, oder dieses Lärmabzeichen, das ist dann da schon mit dabei, aber halt nur, wie schon gesagt, mit diesem Add-on dazu hier, ne? Müsst ihr euch dann auch runterladen, aber findet ihr alles dann in der Beschreibung bzw. dort im Beitrag. Boah, mehr sonst gibt es hier nicht mehr hinzuzufügen. Habt ihr noch Fragen, dann einfach kommentieren oder mir selbst Forum nachfragen, wenn was wäre. Und dann wünsche ich euch wie immer allzu gute Fahrt damit, lasst einen Daumen da und natürlich ein Abo für den Kanal. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Volvo FM. In diesem Sinne, wie immer, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.